Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe im Supermarkt gibt es ja so eine Asia-Ecke und dort habe ich Udon-Nudeln entdeckt. Waren mir schon ein Begriff durch den Nihon Go, also ehemaliger Table-Tennis-Gamer auf YouTube. Der hat darüber auch schon mal berichtet und Udons sind neben Ramen und Glasnudeln ja, sehr, sehr, sehr begehrt. Im japanischen Raum. Das sind Instant-Nudel-Udons mit Mushroom und Tofu. Da gab es mehrere Sorten von. Ja, die möchte ich gerne heute mal machen. 690 Gramm sind das. Das sind so verschiedene Tüten. Probieren wir mal gucken, ob die sich lohnen, wie die schmecken. Ja, ich bin gespannt. Ich habe die jetzt mal ausgepackt. Das ist der Inhalt. Voll, naja, voll cool gemacht auf jeden Fall. Hier haben wir dann hier die Udon-Nudeln, die sind dicker als Glasnudeln. Also es sind diese Instant-Nudeln, die halt ja, wahrscheinlich auch eher für Suppen und sowas sind. Ja, die sind etwas dicker, wie gesagt, als normale Nudeln. Ne? Und dann haben wir hier dazu eine Würzmischung für eine Nudel. Also für eine Nudelpackung. Für eine Nudel. Und die Würzpaste. Ja. Richtig cool. Alles einzeln verpackt. Voll geil. Also mal so ein. Ja, mal was anderes als gewöhnliche Instant-Asien-Nudeln. Ne? Yam Yam oder sowas. Kann man mal machen. Voll cool. So. Die Udons kochen. Jetzt werden wir mal die Würzpaste hineingießen. Yummy. Hat wahrscheinlich eh noch nie was vom Tofu oder vom Pilz gesehen. Dann einmal die, ja, die Kräutermischung. Alles rein da. Es hat halt wirklich echt was von. Oh, das riecht verdammt gut. Oh, das riecht lecker. Es hat halt echt, sage ich jetzt mal, viel von so einer, von so Instant-Nudeln, von so, ja, wie gesagt, wo ich schon vorhin schon erwähnt hatte, die man nur mit Wasser aufkochen muss. Eine echt geile Alternative. So angerichtet, ging relativ schnell und echt eine geile Alternative neben den gewöhnlichen Instant-Nudeln. Wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Ich habe mal ein bisschen Pilze reingelegt. Für den Geschmack und mal schauen, wie das schmeckt. Erstmal die Nudeln und danach die Soße, die Brühe. Ziemlich glitschig. Schmeckt ein bisschen fischig irgendwie. Leicht, bisschen. Aber ich weiß nicht, wie die Originalen schmecken. Kann man aber essen. Ich denke mal, die machen es schon satter als diese gewöhnlichen Instant-Nudeln. Ja. Mega, also richtig lecker. Ich probiere jetzt mal ein Schlückchen von der Brühe. Mal schauen. Schön würzig. Echt lecker auf jeden Fall. Kann ich empfehlen.